Wir brauchen diese Stimmung, dass wir wissen, dass wir echt Scheiße gespielt haben, dass wir echt einen Schrott gespielt haben. Diese Stimmung brauchen wir auch. So. Und das sehe ich den Jungs auch an. Wenn ich in die Kabine komme, das ist jetzt hier kein, da läuft keine Mallorca-Musik und denkst du, ja, alles super hier. Samstag, unzufrieden. Das, was ich gerade schon gesagt habe, unzufrieden, extrem unzufrieden. So. Und dass da ein Spieler irgendwas ist und das Gefühl hat, ja, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Nein, sofort in die Eigenverantwortung jeder Einzelne rein. Und die Stimmung ist nicht berauschend. Ist auch okay, ist auch in Ordnung so. So. Aber die Stimmung ist so und die Situation ist so, dass du sie immer noch lösen kannst. Das darf keiner vergessen. Keiner darf das vergessen. Kein Mensch hat hier das Gefühl, naja, komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. Nein, der Gefahr wirklich total bewusst, in der Situation total bewusst, total klar. Deswegen stehe ich hier wieder, am Sonntag stehe ich bei euch, am Samstag Pressekonferenz, total klar. Aber dieses Spiel mache ich nicht mit, jetzt hier 10 Tage lang, ja, die Mannschaft, Abstiegskampf, was das bedeutet. Wir wissen, was das bedeutet. Wir müssen andere Leistung bringen, andere Haltung bringen, definitiv. Aber dass ich jetzt 10 Tage auf Liebesentzug gehe mit meiner Mannschaft, auf keinen Fall. Ich werde bei meiner Mannschaft nicht grundsätzlich werden, auf keinen Fall. Und ich bin kritisch, sehr unzufrieden mit dem, was wir gespielt haben am Samstag. So, und das wird aufgearbeitet. Ja, und Abstiegsgeschweiß jetzt, und hat der BSC diesen Abstiegskampf begriffen? Ja, ich glaube schon, dass wir nach Frankfurt den Beweis ganz klar angetreten haben, dass wir wissen, wie unser Spiel auszusehen hat und dass wir das auch in Ergebnissen umgemünzt haben, aber sowas von. So. Und dass das jetzt für uns enttäuschend war, ernüchternd war, frustriert war für das, was wir am Samstag gespielt haben, definitiv, da bin ich bei allen dabei, bei aller Kritik. Und das ist auch zu Recht. Und da reden wir nichts schön, wenn wir da reingehen, hier in unsere Kabine oder in unseren Sitzungsraum, und denken, ja, das kann mal passieren, auf keinen Fall. So, das sollte uns nicht passieren und sollte uns jetzt gerade nach der Länderspielpause in diesen neuen Spielen nicht ganz so oft mehr passieren. Das ist selbstverständlich, der Situation sind wir uns bewusst, Abschiedskampf sind wir uns bewusst. Aber wir brauchen jetzt nicht so machen, als würde meine Mannschaft, meine Spieler nicht wissen, in welcher Situation wir stecken. Die Situation ist nicht berauschend, wir hätten uns gerne anders gewünscht, keine Frage, aber die ist nicht so, dass du jetzt hier 4 Wochen durch die Gegend laufen musst. Pff, wie sollen wir diese Situation lösen? Auf keinen Fall. Anderes Gesicht auswärts, Heimspiele genauso absolvieren und dann kannst du das regeln. Das ist die gute Nachricht.